Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix mal einen Kuchen backen, und zwar den schnellen Mandarinen-Quark-Schmandkuchen von der Seite Vivo Was ist gut. Und wir fangen jetzt mit dem Boden an. Ich sage euch genau, wie viel ihr reingeben müsst, weil ich die Sachen schon vorher abgewogen habe. Wir fangen mit der Butter an. Wir brauchen einmal 140 Gramm weiche Butter. Rein. Dann zwei Päckchen Vanillezucker, vier Eier, hundert Gramm Zucker und eine Prise Salz. Jetzt schaue ich noch mal kurz, ob ich nichts vergessen habe. Butter, Vanillezucker, Zucker, Eier, Salz in den Mixtopf geben. Und das wird jetzt 40 Sekunden. Auf der Stufe 4 vermischt. So, die 40 Sekunden sind rum. Jetzt geben wir alle anderen Zutaten für den Teig hinzu. Ich gehe aber nochmal her und schiebe das alles hier runter. Vorher noch. Zeige ich euch auch noch kurz. So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt da ein Päckchen Backpulver rein. Also im Rezept steht 4 Teelöffel. Bei mir war ein Paket genau 4 Teelöffel. Dann 320 Gramm Mehl. Gramm Milch und 75 Gramm Mandarinensaft. Also wir brauchen da 3 Dosen Mandarinen, da habe ich den Saft auftropfen lassen und habe die 75 Gramm da abgewogen und 35 Gramm Sonnenblumenöl. Und das Ganze wird dann nochmal 40 Sekunden auf Stufe 4 verknetet. So, den Teig habe ich jetzt auf meinem großen Ofenzauberer verteilt. So sieht es jetzt aus. Der Backofen ist jetzt auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Ich gebe jetzt den Ofenzauberer auf die zweite Schiene von unten in den Backofen und backe den Teig so 15 bis 20 Minuten fertig. So, die Backzeit ist rum. Mein Boden war 20 Minuten im Backofen. Ich habe ihn jetzt gerade rausgeholt. Er kühlt jetzt ab. Er muss auch vollständig kalt sein, bevor dann hinterher die Creme draufgegeben wird. Und ich spüle jetzt kurz meinen Mixtopf und dann werden wir die Schmandcreme machen. So, jetzt werden wir uns mal an die Guss begeben. Als erstes schlagen wir jetzt die Sahne auf. Das sind 300 Gramm, die habe ich hier schon abgewogen. Die kommen aus dem Kühlschrank, die sind wirklich kalt. Und vorher habe ich auch im Mixtopf kaltes Wasser drin stehen gehabt, damit der Mixtopf wirklich schön kalt ist und wir die Sahne gut schlagen können. Das gebe ich jetzt rein. Dann setze ich den Schmetterling ein und jetzt soll man das unter Sichtkontakt so lange schlagen, bis die Sahne nicht mehr an der Wand runterläuft. So, meine Sahne ist soweit steif. Ich zeige es euch mal. So sieht es jetzt aus. Und jetzt soll man 3 Teelöffel Butterzucker dazugeben. Die verteile ich jetzt mal hier so. Und schiebe das Ganze nochmal runter. Und dann soll man das nochmal einige Sekunden auf Stufe 3 vermischen, sodass der Butterzucker schön untergemischt ist. Dann machen wir das mal.
reicht. Dann ist er ganz gut untergerührt, der Puderzucker. Zeig's euch. So sieht es jetzt aus. Und jetzt schaue ich mal, wie wir weitermachen. Die Sahne fülle ich jetzt um in eine Schüssel und dann machen wir weiter. Ja, die Sahne habe ich jetzt umgefüllt. Mixtopf nicht waschen, da können wir jetzt alles andere reingeben. Da geben wir jetzt als allererstes 400 Gramm Quark rein. Ich habe einmal 250 Gramm 40-prozentigen. Und den Rest fülle ich mit 20-prozentigen Quark dann auf. 400. Dann geben wir 200 Gramm, also einen Becher Schmand, hinein. Jetzt steht Agavendicksaft 35 Gramm. Ich nehme jetzt einfach Ahornsirup. So, jetzt sind es 40 Gramm und ein bisschen Vanilleextrakt. Ich nehme hier meine Vanillepaste und habe ich jetzt alles drin. Genau, das wird jetzt 25 Sekunden Umlauf. Auf der Stufe 3. Vermischt. So, die 25 Sekunden sind um. Die Masse ist schön durchgerührt. Zeige ich es euch mal, so sieht es jetzt aus. Und jetzt gehe ich mal eben her und fülle die Masse in eine Schüssel, gebe die Sahne unter und dann melde ich mich nochmal bei euch. So, der Boden ist soweit abgekühlt und damit der Boden nicht ganz so trocken ist, gehe ich jetzt her und steche einfach mit so einem Holzspieß Löcher in den Boden. Und dann gebe ich einfach von dem Mandarinensaft, da ist ja einiges über, einfach hier drüber. Und dann zieht das schön in den Teig ein. Und dann ist der Boden nicht so trocken. Ich einfach dann nehme ich am besten ein Löffelchen und gebe das so über den Kuchenteig. So, ich habe mal die Kamera umgestellt, damit man das besser sieht. Ich habe jetzt hier die Sahne schön untergehoben. Und im Rezept steht jetzt, dass man die Mandarinenscheiben unten auf dem Boden verteilen kann oder sollte und dann die Schmand-Sahne-Mischung darüber verteilen kann. Ich gehe jetzt einfach her und mische die hier drunter ganz vorsichtig, weil ich das irgendwie schöner finde. Und dann verteile ich das komplett gleich auf den Kuchen. Schön vorsichtig unterheben, ich das dann. Ich denke, das reicht schon. Dann hole ich mir meinen abgekühlten Boden
mal hier hin. So. Verteile das jetzt schön da drauf. Glatt. Ja, und ich würde sagen, wenn ich das komplett glatt gestrichen habe, dann melde ich mich nochmal. So, die Mandarinen-Schmand-Quarkmischung habe ich jetzt auf dem Ofenzauberer verteilt, oder mehr gesagt auf dem Boden. Und so sollte das jetzt mindestens 2 Stunden lang im Kühlschrank stehen. Bei mir steht es jetzt über Nacht kalt und dann werde ich mich morgen nochmal melden, wenn ich noch ein bisschen Zucker, Zimt drüber streue. So, die Nacht ist rum, der Kuchen ist gut durchgekühlt. Ich habe mich auch umentschieden, ich habe jetzt Orangenzucker dort drüber verteilt, weil ich denke, das passt ganz gut zu den Mandarinen. Und der schmeckt wirklich sehr lecker. Und dadurch, dass der Mandarinensaft über den Boden verteilt worden ist, ist auch der schön saftig. Also ganz mein Geschmack. Und wer das gerne nachmachen möchte, dem wünsche ich natürlich wie immer viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich sage bis zum nächsten Video.